So, wieder zurück zu Zelda Ocarina of Time. Wir waren gerade dabei, Daronias Sohn zu befragen, was hier eigentlich los ist, weil alles ist eine Geisterstadt. So, dann befragen wir mal über den Drachen, über die Kronen. Sagen wir mal über die Kronen. Heulschnüff. Okay, das war wohl das Falsche. Über den Drachen. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvage in den Höhlen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Autsch, die armen Goron, ey. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten. Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war es nämlich, der die Kreatur vernichtete. Holzschniff, Daddy. Boah, kannst du mal aufhören damit? So, jetzt über die Goron. Was war denn hier los? Vater war gerade nicht hier, als alle von Gandalf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Gandalfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie Volvagia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wiedererweckt hat. Als Warnung an alle, die sich ihm widersetzen, will der Tyrann die Goron dem Drachen Volvagia zum Fraß vorwerfen. Also brach Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Spyro, möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Yay! Sehr, sehr nützlich, diese Rüstung. Damit ist uns wenigstens nicht mehr heiß. Das ist supi. So, hast du uns eigentlich sonst noch was zu sagen? Vater sagte mir, ich solle nicht zulassen, dass ihm irgendjemand folgt. Doch bei dir, Spyro, ist das etwas anders. Ich bin mir sicher, dass nur du uns helfen kannst. Sicher hilft dir auch der Ladenbesitzer weiter. Er hat sich irgendwo versteckt. Lass ich mir nun den geheimen Pfad zum Feuertempel zeigen. Versuche die Statue in Vaters Raum zu verschieben. Ja, nee, so schlau sind wir auch schon gewesen. So, nehmen wir einfach mal den schnellen Weg nach unten. Jui! Wupp! So, dann wollen wir mal. Nee. Erstmal neu ausrüsten. So, wir wollen ja immerhin kein Blut schwitzen. Bei der Hitze wäre das kein Wunder. So. Waschi! So. Boah, das klingt, solche Statuen überhaupt ziehen kann. Ey, die müssen doch mindestens eine Tonne oder so wiegen. Hallo? Ich will die kaputt machen. Na, gibt's nur das? Okay. Boah, jetzt geht's wieder mit dem Zielen los. Ey, das liebe ich. Nee? Och, Mann. Manchmal kann mich das hier wirklich. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. So, aber bitte nicht runterfallen, Link. Geht doch. Ei. Oh, schick. Wo kommst du denn auf einmal her? Mal eben so vom Himmel geflogen, oder wie? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Oh Mann, das klingt so zweideutig. Ey, zweideutiger geht's gar nicht mehr. Glaube ich. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Das ist eine der besten Musikstücke überhaupt, finde ich. Einfach nur Hammer. Da konnte man jetzt einfach nicht unterbrechen. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Supi.
und wieder in den Arsch gesteckt. Spyro, wir werden uns wiedersehen. Na, warte mal. Hä? Wo kommt denn das Feuer auf einmal her? Sheik, du steckst voller Geheimnisse. Und wieder auf geheimnisvolle Weise verschwunden. Oh Mann. Wo der auch immer her springt. Das ist richtig komisch. Ich meine, der ist von dort her gesprungen. Da ist nichts. Der ist wirklich aus dem Himmel gesprungen, habe ich das Gefühl. Und dass er sich dabei nichts bricht. Nee, nee, nee. Muss man nicht verstehen. So, ab in den Feuertempel. Autsch. So wollte ich nicht da hinab. Egal. Habe ich jetzt aber noch Feen? Muss ich... Ja, ich habe noch eine. Gut. Ich dachte schon, ich hätte die eine auch schon längst verbraucht. So, da wären wir im heiligen Feuertempel. So, erstmal hier rein, denn hier treffen wir einen Bekannten wieder. Daronia! Und du siehst immer noch genauso hässlich aus wie früher. Wer ist da? Bist du es, Spyro? Tatsächlich, Spyro. Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höllen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht. Denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Spyro, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Spyro. Ja, das werden wir tun. Und das Fiese ist, er kann einfach so durch die Tür marschieren und wir müssen da erst so einen scheiß Schlüssel suchen. Das ist doch doof. Es ist gemein. Es ist fies. Es ist gescheatet. Er ist doch so. So, ein Goron haben wir damit schon mal. Die verraten uns ein paar Geheimnisse, wenn wir die anquatschen, aber werde ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt einfach nur die Schlüssel holen. Und entschuldigt... Oh, ich musste niesen. Entschuldigung. Ein Schlüssel öffnet eine verschlüsselte Tür. So, ich lasse dich da einfach mal stehen. Du wirst schon irgendwie von selbst den Weg nach draußen finden. So, mal gucken, war das hier eigentlich der Einzige? Das war hier der Einzige. Okay, dann mal weiter im Tempel. Ich hoffe, dass ich in diesem Part jetzt noch ein bisschen weit komme. So, wohin zuerst? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, ich gehe mal hier zuerst lang. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher der richtige Weg war. Aha, hier haben wir schon den nächsten Goron. So, mein Freundchen, du bist auch frei. So, Dele. Und weiter zum nächsten Schlüssel. Oh, mich graust es eigentlich jetzt eher schon von dem Wassertempel. Bin mal gespannt, wie lange ich für den brauchen werde. So, jetzt hole ich mir erstmal die Kiste von da oben runter. Oh, ich muss erstmal wieder gucken, wie diese olle Hymne der Zeit war. Ich vergesse das immer so schnell, wenn man eine längere Zeit nicht gespielt hat.
Ja, ich muss immer gucken, weil ich meine Tasten ja so komisch belegt habe. Geht doch. Herrlich, herrlich, diese Melodie. So, hoppa. Was war denn hier oben eigentlich noch? Ach, das war hier. Och, nö. Autsch. 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 Warum sage ich immer Autsch? Dabei passiert doch gar nichts. Autsch. Nochmal. Autsch. Und der letzte. Autsch. Autschi-Platten. So, die bombe ich einfach mal weg. Das geht schneller. Hä? Wieso bist du noch nicht platt? Oh, das war zu nah. Ich wollte werfen. Warum hast du nicht geworfen, Mann? So, jetzt aber. Lecker schleimy. Bleh. Robine, Shane. Und eine Skulptur. Link, warum siehst du mich an? Geht doch. Boah, coole Pose. So, sonst war hier überhaupt nichts. Also weiter. Und warum bist du jetzt gerollt, Link? So, dann mal ab zur anderen Seite. Ja, ich gehe hier am liebsten lieber den Rand entlang. Wieso geht... Ah, geht doch. Dadurch ist der Weg nämlich ein bisschen kürzer. Sofern die Fledermäuse mir jetzt nicht entgegenkommen oder so. So, hier hinten war nämlich auch ein Gorone. Und davor ist eine Fake-Wand. Nennen sie Fake-Wand, weil es ein Fake ist. So. Boah, und es hat schon wieder geschnitten. Dadurch ist der Turm mal wieder super verschoben. Und Link hat sich gerade irgendwie durch die Wand geglitscht. So, noch ein Grönchen. Grönchen, das klingt wie Krönchen. Och Mann. Ich sollte diese beschissenen Reime lassen. So, noch ein Schlüssel. Und jetzt können wir weitergehen, denn hier war sonst überhaupt nichts in diesem Raum. In dem fetten Raum hier war jetzt sonst nichts mehr, außer diese zwei Schlüssel und diese eine Skulptur. So, ich... Ey Mann, was soll denn das? Warum ist ein Link da jetzt runtergesprungen? Autsch, und ich stand jetzt zu lange in der Lava. Ja, das geht nur für kurze Zeit so. Ah, richtig. Jetzt muss ich hier die Kiste runterschieben. Mann. Eigentlich könnte Link hier überhaupt nicht hochklettern, weil die Gitterstäbe sowas von heiß wären. Autsch. Ich würde die nicht mal im Traum anpacken. So, ihr verschwindet mal schnell. So, damit werden die gegessen. Oh Leute, ich sehe gerade, der Part ist vorbei. Okay, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss.